Viele von euch schwanken zwischen dem Nokia 2.3 und dem Nokia 2.4. Ein würdiger Vergleich. Ich vergleiche die Unterschiede der Daten von beiden Produkten in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr einen Gewinner. In der Beschreibung unten findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Smartphones. Design. Im Bereich Design gewinnt das Nokia 2.3 sehr knapp mit 49 zu 47 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 12 Gramm leichter, 0,9 mm schmaler, 8,2 mm kürzer und 6,1% geringeres Volumen. Bildschirm. Bei der Kategorie Bildschirm gewinnt das Nokia 2.4 haarscharf mit 41 zu 40 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 5,3% höhere Auflösung und 4,8% größere Bildschirmgröße. Das Nokia 2.3 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: 0,4% höhere Pixeldichte. Leistung. Beim Punkt Leistung ist das Nokia 2.4 mit 74 zu 64 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: zweifach schnellerer Prozessortakt, 1 GB mehr Arbeitsspeicher, 32 GB mehr interner Speicher, nutzt Big-Little-Technologie, 4 mehr CPU-Threads, 0.2 neuere Version von OpenGLIS und 1,6-fach höheres Benchmark-Ergebnis. Das Nokia 2.3 kann auch punkten und hat folgenden Vorteil: 272 GB mehr externer Speicher unterstützt. Kameras. Bei der Kategorie Kameras gewinnt das Nokia 2.3 sehr knapp mit 41 zu 39 Punkten. Es gibt hier keine größer abweichenden Eigenschaften. Audio. Bei der Kategorie Audio gewinnt das Nokia 2.4 deutlich mit 58 zu 50 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgendem Merkmal besser: ein Mikrofon mehr. Akku. Bei der Kategorie Akku gewinnt das Nokia 2.4 eindeutig mit 65 zu 49 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 12,5% mehr Akkuleistung und unterstützt schnelles Laden. Eigenschaften. Im Bereich Eigenschaften gewinnt das Nokia 2.4 deutlich mit 72 zu 65 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: hat einen Fingerabdruckscanner und unterstützt zwei SIM-Karten. Ergebnis. In der Gesamtwertung schlägt das Nokia 2.4 das Nokia 2.3 mit 45 zu 40 Punkten knapp. In der Beschreibung unter dem Video findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Geräten. Falls euch dieser Vergleich gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen auch unbedingt wissen, für welches Produkt ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.